Hallo, lieber Aufrufer, ich spreche hier am Donnerstag, den 13. September 2012, aktuell nach Abschluss der stundenlangen Live-Übertragung im westdeutschen Fernsehen, der Landtagslesung in Nordrhein-Westfalen, also in der Hauptstadt in Düsseldorf, hat der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei unter anderem gelesen, er hätte reden sollen. Er bezeichnete sich auch selbst als Redner, aber er hat vorgelesen. Ich will das gleich mal demonstrieren, so viel zum Thema Qualität. Es ist nämlich derjenige, Dr. Joachim Paul, der mich als Rechtsextremisten in die Medien gebracht hat, der mich live im Fernsehen im Wahlkampf als braune Socke bezeichnet hat, wobei er angeblich ein Gänsehautgefühl hatte. Das kann man sich hier jetzt nochmal angucken, heute bei seiner Vorleserei im NRW-Landtag, wie der aussieht, wenn er eine Gänsehautsituation hat. Der hat wahrscheinlich ständig Gänsehaut und vielleicht kann ich ihn dabei ja unterstützen. So viel zum Thema Qualität. Joachim Paul im NRW-Landtag sofort hier bei mir in der Lichtgeschwindigkeit voller Liebe. Mir bleibt nichts anderes übrig, denn Shitstorm ist ja nicht erwünscht, also muss man das sozusagen mit Kompliment, Poesie machen. Have crazy for say why won't you be there and leave peace your tea and orange that come all the way from Shiner and just when you mean to tell her that you have no long to give her then she gets you on her wavelength and she lets the river that you always been a lover of, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Pause hier mit dem wunderbaren schlechten Ton vom Fernsehen hier direkt abgenommen. Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piraten, der behauptet, sein Vortrag sei im Schwarm entstanden. Im Schwarm ist er nun nicht entstanden. Wenn 20 Abgeordnete vernünftig miteinander einen Text ausarbeiten, eine Rede, die aber vorgelesen wird, wie eine Lokomotive macht er das, dann ist es natürlich keine Schwarmarbeit. Und die Definition von Schwarm mag jedem unbenommen sein, nur dieses ist sozusagen aus Mund eines führenden Piraten natürlich absurd, eine Verwirrung. Wenn Leute zusammenarbeiten, ist das eben nicht Schwarm, ja? Schwarm ist was anderes, da kann man sich mal bei Google erkundigen oder bei den Fischkundlern. Zunächst hier jetzt mit dem schwachen Ton Joachim Paul im Landtag. Viel Spaß. Wie sollen von diesem Szenario eigentlich die chronisch unterfinanzierten Kommunen zukünftig die Infrastruktur?
Ja, wie wunderbar hier zu erleben, welch ein Ton Gemüse das ZDF-Info bzw. auch hier der WDR veranstalten. Das kann ich nicht nur ohne Monitor, ohne Tonmeister und ohne Aussteuerungsmöglichkeit, sondern das machen die mit ihrer teuersten Studiotechnik, völlige Tonlautstärkesprünge und so weiter. Also, wenn man etwas mitbekommen hat, der Redner der Piratenfraktion im NRW-Landtag in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, Dr. Joachim Paul, die braune Socke, der Gänsehautgefühl bekommt bei seinen Vorurteilen über Rechtsextremismus in der Piratenpartei und in seinen Rufmordaktionen, der von mir immer wieder beachtet wird und für die Qualität, die er liefert, natürlich herausgehoben werden muss. Hier ist es seine wirklich geringe Qualität als Redner und seine geringe Qualität als Vorleser, denn ich habe Zweifel, dass man viel verstehen konnte von dem, was er da inhaltlich oder sprachlich oder sonst wie emotional, wahrscheinlich mit Gänsehaut rüberbringen wollte. Es ist wirklich schrecklich. Und die Elite der Piraten, die hier herauskommt, muss man immerhin auch noch bezichtigen. Dieser Dr. Joachim Paul ist ja ein Professor. Liebe Studenten von Joachim Paul, everybody's playing Happy Freud. Und Qualität ist natürlich ein weites Feld, aber das muss wohl diskutiert werden. Es tut mir sehr, sehr leid, wer sich das hier angehört hat, der wird nicht begeistert sein können und wer so wie ich hier sich mit braunen Socken beschäftigt, wird natürlich selbst davon befleckt. Das ist mir völlig klar, aber sorry, ich hätte längst aus der Piratenpartei austreten können. Das ist für mich aber nicht der Weg, hier bei Google nach vorne zu kommen. Also, frohes Googeln.